Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2. Und ich komme hier gerade im Camp an und guckt mal, merkt ihr, da hat sich einiges verändert. He's a grown man, Abigail. At least he looks like one. He's a goddamn father. He's got a child. He ain't no father. I'm just begging you not to get him killed. Krieg dich mal ein mit deinem Blöden. Ich habe einen Sohn. So, apropos. Wie sieht's denn eigentlich aus mit unserem Gesundheitszustand? Durchschnitt, na, immerhin. Immerhin nicht magersüchtig. Also hier, untergedönst. Oh, ich kann speichern. So, ich speichere jetzt vorsichtshalber, weil ich jetzt nicht weiß, weil die jetzt hier schon am Zusammenpacken sind, ob wir dann die Quest mit Micah noch machen können. Normalerweise ja, weil es ja auch eine Main-Quest ist. Und es sieht mir nämlich so aus, als wenn wir hier gleich abhauen würden. Wir sind zumindest ziemlich auf der Flucht. Hier sind die ganzen Fälle. Wir keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, oh. Ich hab 60 Dollar Kopfgeld auf mich. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low. Hey, Arthur. Turned into a bunch of killers. That scar healed pretty well in the end. I'm stuck with it now. Fight a bunch of killers. You're just trying to survive. I know I'm ripping. Ihr räumt aber schon einen Dreck nur weg, ne? This will end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Hey, wo ist er hier? So, we moving? Yeah. Nein! Micah told me of a place we can lie low. Micah! Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look. Ich hab meinen Schuss in meinen Hut. Find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles. Nein, ich bin nicht Banane. Now where have I heard that before? Ich hab dich auch lieb, Charles. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Dutch nervig finde? So, erstens mal Klamotten umändern. So, also was heißt umändern? Nein! Ich will nicht irgendeinen komischen Hut aufsetzen. So, nur das Einschussloch weg. Ich hab's immer noch. Okay, egal. Wahrscheinlich bleibt mir das jetzt bei meinem Glück. So. Ja. Ja, Pferd. Ist doch gut. Was hast du denn wieder für ein Problem? Hier ist doch nichts. Pferd scheißt sich erstmal ins Hemd. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich bin verwirrt. Da unten. Na, wunderschön. Kann ich aber vielleicht erstmal. Ach, kann ich nicht, ne? Ich hätte gern erstmal. Ich würde schon jetzt gerade sagen, meinen Strafzettel bezahlt. Mein Kopfgeld meine ich natürlich. Und ich weiß nicht, warum das mit dem bläden Adlerauge nicht gefunzt hat, weil im Endeffekt. Ja. War ich eigentlich der Meinung, ich habe es ganz normal gemacht? Sprich, wenn ich eine Waffe ziehe. Ja. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Ah, that didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Ich weiß nicht, warum ich's, ihr habt es ja gesehen, als ich danach gekämpft habe, dass es ging. Dass ich, die Markierungen und so weiter, das hat ja alles funktioniert. Ich weiß noch nicht, warum es in der Szene nicht funktioniert hat. Ich wollte nämlich eigentlich alle wieder auf einmal erlegen, aber irgendwie hatte das Spiel keinen Bock drauf. There ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are.
You don't have to tell me. I'm not a criminal, I'm a nice person. Don't judge me. Wer weiß, ob man nicht snipen muss. Dun, dun, dun. Sag mal, Charles, warum musst du mir nicht die Scheiße machen? Keine Ahnung. Im Kino. Running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem. Eventually, it went away. And this is a big country. But now. Pinkertons, better paid bounty hunters. I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too. Ja, was rennt auch Dutch im Ding rum? They got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble. Und wir müssen noch, ich muss noch die Micah Quest machen, wenn ich keine Lust. Wir müssen schneller reiten. Warum steht hier eine verhunzt alleine gelassene Kutsche? Seems very open. Yeah, ja, aber echt. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. Was hat Maika denn für dumme Ideen, hier einen Camp aufzuschlagen? Wenn einmal ein gescheiter Regenschau kommt und da kommt das Wasser angeschwemmt, dann sind wir alle platt. Hey, I see something over there. Der ist ein bisschen Banane in der Birne, oder? Was liegt denn on the ground? Was ist das? He's been shot. Let's be careful, okay. Arthur. Mm-hmm. There's a camp just up ahead. Sure. Business. Any you? Arthur. Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. All right, Charles. Let's go take a look. Look, here it is. Tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Mines. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. Noch immer careful. Ich nehme auch gerne auch Dosengemüse mit. Charles, schubst mich halt. Dumio. Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Mich ja nicht beschweren, aber die Spur führt hinter die Kutsche.
Who the heck? Na, sieh mal, na, guck. Hi! Ach, Kisten durchsuchen. Ja, das kann man natürlich auch machen. Oha. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? Warum hat der einen Bayernhut auf? What the fuck is going on? Der Drachenzipfel. Ja gut, es waren auch viele Deutsche im Binnenwissen, ne? Hi. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ja. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. Sei lieb. It's tough and dense is all that. Come on. Ich hasse es, wenn Scheiß recht hat. Aber eigentlich mag ich es, wenn Scheiß recht hat. Arthur ist nicht so abgestumpft, wie er wieder behauptet. Von wegen. Let's see if we can pick up a trail. Hab ich gerade mein Pferd gehauen auf den Arsch? Ups. There. Tracks. Come on. I don't... Be nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? Aua! You were just going to send that woman and her children on their way? We're one man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should move in camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, stimmt. Maybe you don't know me as well as you think you do. Nee, du knowst dich selber nicht so. Da lang. Looks like they cut off down the trail to the left. You're right. Okay, come on. Siehst du, ich hab was von dir gelernt. What happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack. Keine Ahnung, die sind kacke und schlecht gelaunt und die wollten uns an den Arsch. Scheiß, reit doch nicht immer wie so eine Karotte. They picked the wrong man there. Careful. Hold up. Let me check this. Look, they go along the shore there. I see them. So like you were saying before. We should have moved right then, if you asked me. You just told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Yeah, maybe, aber es ist trotzdem schwierig. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well, if it's John's out. Ja, John ist dumm. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Year. Wait a second, just. Ja. Look closer here. They continue on that trail ahead of us. Good eyes, Arthur. Let's keep on them. So, you were saying? He did. And we was. Diese Markierung, die ich mir selber gesetzt habe, macht mich gerade konfus. So, danke schön. Family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. So, das Lager nach. Let's take a look. Whoa. Slow.
Where is this guy? I don't know. But you know them back there? Much easier to defend. Maybe. This looks like our feller, Charles. Hi, du Typ. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne, Vorsicht! Ach, ich liebe es! Das ist so geil, wenn der Deutsch redet! Also einfach, weil man halt... Das ist vor allen Dingen, es ist so weird, wenn man so ein bisschen... Also wenn man Englisch halt auch versteht und die dann plötzlich Deutsch reden, ist das richtig weird, weil man dann so... Keine Ahnung, weiß nicht. Einfach weird. Da, bitteschön! Bin ein ganz netter Mensch. Boom. Boom. Hier. Oder hat es nicht, weil du kleines Arschgesicht. Hier drüben! Schneiden Sie das Seil durch, bitte! Würdest du bitte nicht ins Feuer reinlaufen, Charles? Sie sind alle weg! Okay, getting you out of ja. Here. Gehen Sie mal vom Feuer weg. Yeah, okay. Kein Problem. Yeah, ich glaube, ich verbrenne gleich. So, Charles! Der hat einen... Was tust du denn? Bist du dumm? Komm mit. Ich hab... ja... Oh, Moment. Entschuldigung, Mr. Deutsch. So sind nur die Leichen. Ich habe das ganze Camp abgefuckt. Come on, I'll take you back to your family. Oh, Scheiße, dann hat das Feuer. Also soll ich mitkommen? Ja. Nein. Ich kann dich nicht verstehen. Ich spreche kein Deutsch. Tut mir leid. Ich muss jetzt erstmal den Rückweg markieren. Wo ist Charles hin, der dumme Pimmel? Ah. Hä? Hier ist ein Weg. Okay, boy. Mein Pferd denkt sich auch, what the heck. Hilfe! Bringen Sie mich hin. What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Lügen, Lügen, Arthur. Ich find's so geil, weil Charles ihm halt so wirklich so sagt, so Arthur, du bist nicht so abgestumpft und tu nicht so, als wenn dir das alles am Arsch vorbeigehen würde. Und Arthur halt immer wieder so ein Ding versucht zu verwegen, hey, es interessiert mich wirklich nicht, so pff. Als wenn mich das Schicksal von irgendwelchen Leuten interessieren würde. Aber je nachdem, wie man eben seinen Char spielt, merkt man halt schon den Change von ihm so.
So, was uns jetzt allerdings mit dem Deutschen und seiner Familie erwartet, sehen wir im nächsten Part und vielleicht machen wir dann auch gleich die Micah-Story. Ich würde mich wieder über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, ciao, ciao.